Hallöchen und herzlich willkommen zu Silent Hill. Vier, genau. Entschuldigung. Ja, willkommen zurück zu Silent Hill 4. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Es ist sehr professionell, dass ich vergessen habe, wie das Spiel heißt, das wir seit 17 Episoden spielen. Wir schauen mal, an welche Stelle uns das Loch dieses Mal bringt. Und ja, ihr habt es eben gesehen, ich musste mich heilen. Ich meine, also es wirkt so, als wäre die schöne Zeit vorbei. Die schöne Zeit, in der das Apartment uns noch geheilt hat. War sie nicht atemberaubend und gar prächtig? So, Eileen, komm mit. Komm mit in die Scheiße. Ja, auch diese Welt kennen wir. Es ist offenkundig die Waldwelt. Die Weltwald. Und hier liegt eine Fackel. Heilige Flamme. Es ist eine Fackel. Nehmen Sie die Fackel? Natürlich. Und die Fackel können wir jetzt nehmen. Und die Fackel können wir anzünden. Hier unter anderem. Und jetzt haben wir eine brennende Fackel. Und mit dieser brennenden Fackel müssen wir etwas tun. Mit dieser brennenden Fackel müssen wir in diese Brunnen. Und Dinge finden. Der Kopf einer Holzpuppe ist verkohlt und geschwärzt. So, jetzt bräuchte ich mal kurz meine Karte. Es gibt praktisch 5 Brunnen. Die sind leider, soweit ich das sehe, nicht eingezeichnet. Und diese 5 Brunnen müssen wir mit Licht betreten, um dort Teile einer Puppe zu sammeln. Wir werden in dieser Welt... Warte, wenn ich weiterrede, spoiler ich. Genau, Eileen, komm bitte mit. Und das ist im Prinzip auf jeden Fall die Gameplay-Sache, die wir hier jetzt erledigen müssen. Vergleichsweise ist die Welt noch relativ in Ordnung, wenn man durchrennt und sich möglichst häufig heilt. Wenn man das nicht tut, ist alles Kacke. Okay, hier haben wir einen kleinen, sicheren Bereich tatsächlich. Und hier liegt was. Auf dem Boden liegt eine Notiz. Hier ist etwas, aber hier ist nichts. Ich fühle etwas von der Quelle. Etwas fehlt. Ah, es hat begonnen. Notiz vom guten Jasper. Offenkundig, bevor er angefangen hat zu brennen. Und hier ist... Der verkohlte Körper einer Puppe sitzt im Rollstuhl. Jemand hat eine Nachricht auf sie eingeritzt. Möge mein Körper auch zerstört sein, so werde ich dich doch nicht passieren lassen. Um mich auf den Empfänger der Weisheit vorzubereiten, zerschnitt ich meinen Körper in 5 Teile und versteckte sie in der Dunkelheit. Wenn mein Körper wieder ganz ist, wird der Pfad nach unten offen sein. Bist du der Empfänger der Weisheit, dann wirst du meine Worte verstehen. Das Ritual hat begonnen. Und ja, an diese Puppe können wir offenbar ihre fehlenden Teile wieder anbringen. Und davon gibt es 5. Außerdem gibt es hier noch eine Mechanik. Wir haben ja überall diese seltsamen Texte. Wäre Eileen jetzt verwundet? Okay. Oh. I went to Ashfield again. It was my 4th time. Just like last time, my mother... something... The city is scary and the apartment where my mother is has... I can't read any more than that. Ich glaube, wenn je besessener, je verwundeter Eileen ist, umso besessener ist sie. Und je besessener sie ist, umso eher kann sie diese Schrift lesen. Here goes. October 18th. I have to stay in the round cell, even if I read well tomorrow. If I do it, God will be happy. So I will do it. He comes into the round cell a lot to visit. But it's okay, I guess. Ich glaube, so wie ich es im Kopf habe, ist es richtig, dass Eileen diese Schrift also lesen kann. Zeigt uns, sie ist ein wenig verwundet. Ich meine, sie humpelt ja auch und alles. Es ist noch nicht im kritischen Bereich. Sie fängt noch nicht an, wilden Irrsinn zu labern.
Es gibt noch eine Feuerquelle für die Fackel. Aber ich weiß gerade nicht, wo sie sich befindet. Oh, ich habe auf euch gar keinen Bock. Hier ist auf jeden Fall ein Brunnen. Okay, Aline, komm einfach mit, okay? Komm mit. Wir gehen hier rein. Wir werden Spaß haben. Wir haben einen Nährstoffdrink. Und wir hoffen mal, dass hier eine Feuerquelle ist. Wenn nicht, muss ich eigentlich was übersehen haben. Hi. Are you Walter Sullivan? That's what everybody calls me, but I don't really have a name or a home either. Well, what about a mom or dad? Yeah, but I never met them. They left South Ashfield Heights right after I was born. But soon I'll get to see my mom. Do you know where she is now? Yeah, of course. Right where I was born. Lots of people tried to stop me, but it's fine now. It says in the scriptures that I'll be with her. I gotta hurry. Mom's waiting. Okay, wir wissen, dass Walter im Waisenhaus bei diesem Kult gewohnt hat und offenbar hat dieser Kult Walter erzählt. Also, ich meine, Walters ganze Timeline nochmal. Walter wird geboren. Die Eltern verlassen direkt das Apartment, lassen ihn zurück. Der Hausmeister findet ihn. Er gelangt in dieses Waisenhaus mit dem Kult und der Kult erzählt ihm, hey, es gibt dieses Ritual. Damit kannst du deine Mutter zurückbringen. Damit kannst du deine Mutter wieder treffen. Viel mehr wissen wir jetzt noch nicht wirklich, außer dass der Kult offenbar sehr verdächtig ist und sehr seltsame Dinge mit Kindern getan hat. Bis zu ihrem Tod sicherlich, wegen dem Gefängnisturm. Ein verdächtig aussehendes Medaillon. Wir nehmen das mal. Ein Medaillon, in das ein beunruhigendes Emblem eingraviert ist. Es hat einen Durchmesser von etwa 25 Zentimeter. Pro Zentimeter. Das ist das Halo of the Sun, diese drei Kreise. Wir kennen das Symbol aus Silent Hill 3 spätestens. Und es steht im Zusammenhang mit dem Kult. Jetzt gerade ist mein Lore-Hintergrundwissen aber zu gering, um euch sagen zu können, was genau es Here goes. bedeutet. October 28th. I have to take a train or something to get to Ashfield. Everyone says Ashfield is a scary place, but I really want to see my mommy. Okay. Und hier haben wir tatsächlich eine Fackel. Kannst du das hier lesen? Here goes. October 21st. Sunday is the day I leave the rounds. Oh, sie läuft dann. Das wusste ich nicht. Kannst du es nochmal lesen? Here goes. Okay. October 21st. Sunday is the day I leave the round cell to read the book. I read very well today. If I can do a good job reading the 21 sacraments for the descent of the Holy Mother, I can meet my mother. The important lady told me that, but tomorrow I'm going to the round cell again. Der wurde also dort gefangen gehalten. 21 Sakramente, 21 Todesopfer, das steht eindeutig im Zusammenhang. Sind also 21 Rituale gewisserweise. Kann das hier nicht entziffern und anscheinend kann Aileen es auch nicht. Schade. So, wir werden die Fackel anzünden, einmal durchrennen und den nächsten Puppenteil besorgen. Ja, das hier ist jetzt unangenehm. Ja, nicht schlimm. Nicht wirklich schlimm. Ja.
Das ist jetzt ein bisschen kacke, aber alles andere, was ich hier gegen machen könnte, wäre noch beschissener. Schnell zum Brunnen. Okay, es gilt noch. Das rechte Bein. Eileen durch. Durch, Eileen, durch. Insgesamt läuft das gerade relativ gut, tatsächlich. Das hier ist immer ein Level, das ist mit Verlusten verbunden. Wir können glücklich sein, dass sie sich im Rahmen halten. Ah, hier hätten wir sogar noch eine Kerze. Gut, dass ich die nicht übersehen habe. Ich denke, nach Abschluss des Levels werden wir auch nochmal dafür sorgen, oder das erste Mal bisher, dafür sorgen, dass Eileen bei voller Kraft ist. Jetzt gerade wäre das, glaube ich, wenig zielführend. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich schon war und wo ich noch hin muss. Aber ich glaube, unten links kamen wir her, oben links waren wir jetzt gerade. Das war die Mine. Unten rechts ist der kürzere Weg definitiv. Gehen wir den auch nochmal durch. Vielleicht nehmen wir sogar die Axt mit. Ich meine, solange es keine Geister sind, dürfen wir nicht vergessen, wir können Gegner bekämpfen. Bei euch macht das vielleicht sogar Sinn. Da ist ein Nährstofftrink. Kannst du auf den Baumstämmen die Schrift lesen? Anscheinend nicht. Also ich sage mal, wenn wir hier mit null rausgehen praktisch, also mit null gewonnenen Ressourcen, dann ist das schon gut. Das ist sehr schlecht. Eileen, komm mal mit. Der böse Mann will uns nichts Gutes. Und nicht laufen, wenn es nicht sein muss. Okay. Eileen ist bei uns. Walter weiß aber sicher auch, wie er durch die Tür kommt. Meine Strategie bei Walter ist gerade nah an ihm dranbleiben, wenn er schießen will, einfach an seinen Rücken. Und, tja, ich weiß nicht so recht, was ich gegen die Kettensäge mache. Halt weglaufen, wenn er gerade sägen möchte. Komm, lies mir doch mal den Baum vor. Hier geht's. October 17th. The important lady told me my mother was asleep in Ashfield. I have a mother too. I'm so happy. I want to see my mother. Where is Ashfield anyway? Okay, der Junge hat also auch von dem Kult praktisch erfahren, ey, deine Mutter ist noch da. Sie schläft nur. So, das linke Bein. Damit haben wir, glaube ich, in dem Bereich auch schon alles. Oh, kannst du mir das noch vorlesen? Here goes. October 14th. I did a good job reading today. I was so happy. But the 21 sacraments for the descent of the Holy Mother was hard. Could this be Silent Hill Woods? Das ist richtig. Wir sind in den Wäldern von Silent Hill. Was man auch noch dazu sagen will, weil Moment. Some important people came today. One of them, da, it's cut off. I can't read anymore. Da, der einzige Name in Zusammenhang mit dem Kult, den wir kennen, ist Dahlia Gillespie aus Teil 1. Und ja, ne? Hi, dankeschön für die Silberkugeln. Ich denke mal, es handelt sich hier bei auch um Dahlia. Oh, übrigens, ich bin gefragt worden, ob ich doch auch mal Let's Plays zu Silent Hill 1, 2 und 3 machen könnte. Hallo, Eileen, wo bist du?
Hi, Eileen. Ja, die einzelnen Schüsse sind hier übrigens nicht so schlimm. Aber er schießt recht schnell. Ich glaube, die Kettensäge ist verheerender. Ist halt doof, dass Walter läuft und Eileen nicht so. Ja, ja. So, okay. Ah ne, einmal müssen wir noch gehen, dann sind wir wieder in Sicherheit. Ich bin gefragt worden, ob ich mal Let's Play zu Silent Hill 1, 2 und 3 machen kann. Also zu Silent Hill 2 und 3 habe ich relativ neue Let's Plays auf meinem Kanal tatsächlich. Die sind, glaube ich, von 2016 und 2017. Nee, Entschuldigung, 15 und 16. Die sind relativ neu, die würde ich heute auch nicht sehr anders machen. Meins von Silent Hill 1 ist halt von 2012, es könnte ein bisschen kindisch sein, aber geben kann man sich das durchaus, denn ich habe jetzt erstmal nicht vor, weitere, also das irgendwie neu aufzunehmen oder so. Möchte auch mal neue Spiele kennenlernen. Aber ja, diesen Hinweis wollte ich nur mal kurz geben, weil es gefragt wurde. Ich haue die Playlists auch mal in die Kommentare irgendwie. Pin das da an. So, das Loch betreten. Natürlich wollen wir das. Ich behaupte das jetzt einfach so. Natürlich wollen wir das. Ich muss das Inventar ein bisschen leerer bekommen. Wobei ich hätte auch einfach den Nährstofftrink nehmen können. Ach egal, jetzt sind wir halt hier. Gut, dass wir hier sind. Das ist definitiv eine Verfluchung. Und wir müssen machen, dass sie weggeht. So, ansonsten ist aber alles in Ordnung. Hier ist alles weiterhin chill. Man muss sagen, in der zweiten Hälfte nimmt das leider ein bisschen ab, dass man interessante Sachen... Also man hat zum einen natürlich das Guckloch nicht mehr. Die ist nicht weg. Ich habe aber noch ein Medaillon, das könnte ich anziehen. Man hat zum einen halt das Guckloch nicht mehr zu Eileen. Zum anderen passiert vor dem Apartment nicht mehr groß was. Also da ist dieser echt spaßige Aspekt des Spiels leider so ein bisschen verloren, das finde ich traurig. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es richtig weg. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass wir das Apartment nicht verlassen, während so eine Verfluchung noch aktiv ist, weil dann, naja, gilt sie halt als nicht bekämpft. Ein rotes Papier. Ich habe die Theorie, dass Walter nie im Gefängnis starb. Vielleicht war es jemand anders, der sich umbrachte. Entweder das oder derjenige, den die Polizei verhaftete, war nicht der wahre Walter Sullivan. Ich kann nicht untersuchen, was wirklich im Gefängnis geschah, aber jedenfalls, Walter starb nicht im Gefängnis. Der Mann im Mantel, du meinst der Mann im Mann mit Mantel, der hier aufgetaucht ist, das war der wahre Walter. Vor 7 Jahren hat er hier etwas getan. Ganz sicher hat es etwas mit den bizarren Dingen zu tun, die hier geschehen sind. Es fehlt nicht viel, dann weiß ich Bescheid. Vielleicht finde ich sogar heraus, dass der wahre Walter ganz in der Nähe ist. 18. Juli. Ganz in der Nähe. Okay. So, jetzt mal kurz unser ganzes Zeug hier einladen. Das Medaillon brauchen... Oder brauchen wir das Halo of the Sun? Ich weiß es gerade nicht. Gut, die Silberkugel brauchen wir auf jeden Fall nicht. Es gibt natürlich theoretisch in dem Bereich, in dem wir gerade sind, den Geist von Jasper Gain, der sich angezündet hat. Aber das ist einer der weniger tragischen Geister. Also kein Grund, da seine Ressourcen zu verschwenden. Wobei ich glaube, die Geister folgen einem auch in andere Welten. In dem Fall sollten wir ihn loswerden auf Dauer. Er hat aber keine Priorität, das meine ich. So, und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.